Und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Raid Shadow Leaks. Ich werde das mal starten, voll mit rein und los geht es. Oh, kleines Update noch? Nein. Ich habe gerade alles gemacht. Komm, schneller, zack, zack, zack. Ich habe vor, heute wieder die ganzen Dailies zu machen. Na, alle schaffe ich nicht. Ja, 10 Minuten, das kann sein. Ich habe gerade die ganze Zeit probiert, meinen alten Account wieder zu finden. Und hatte ein bisschen länger gedauert, wie sonst immer. Auch hat er meinen Account nicht gefunden. Musste es 2-3 Mal machen. Ich habe gesagt, nein, den muss er finden. Ja, ich bin hier schon so weit auf Level 34. Naja. Jetzt haben wir ja meinen Account. Und dann können wir ja loslegen. Da, 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 da. In der Höhle ist kein Champion. Warum nicht? Könnte ich doch die Schwächsten reintun, ne? Warte mal, den habe ich. Aber den. Den. Den, 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 den. Den, den, den. Ich sehe nur nicht. Hm? Eins, zwei, drei. Achso, sind 10, ja. Okay, verschieben. Okay, jetzt sind die 10 in der Höhle. Habe ich die nie reingetan? Nee, ich glaube nicht. Na gut, dann fangen wir jetzt mal an mit den Angeboten. Jawohl. Ha. Das gibt's doch nicht. Gut. Dailies. Kämpfe 5-mal in einer Arena. Das machen wir lieber zum Schluss. Vielleicht sind meine ein bisschen stärker. Aber wir beschwören mal 3 Leute. Ich habe hier 500, ein bisschen viel, oder? Na, komm hier, Mama. Für 5000 Silber und 10 solche Kristalle haben wir alle schon. Die haben wir alle schon. Die haben wir schon. Okay, dann. Mission. Fertig. 50 Energie. Oh, machen wir später. Steine des Champion. Fangen wir damit erst an. Das Level eines Champions. Machen wir mal auf Fähigkeiten. Vielleicht habe ich dann jetzt welche, wo ich die. Da. Bei denen kann ich die Fähigkeiten verstärken. Natürlich den, den ich gerade gekriegt habe, den neuen. Nutzen wir. Ach, bei denen auch, siehst du. Verbessern. Und bei denen auch. Verbessern. Weil ich brauche nicht einen Helden zweimal. Ah, das ist Level 1, ne, den nicht. Das sind jetzt noch die, die ich gerade neu gekriegt habe. Gut, dann die müssen noch grün werden. Die 3. Und die beiden auch. Auf Level. Ranger. Habe ich noch unten Tränke. Das ist ein roter Ranger. Also
brauche ich die roten Tränke. Ach nein, nur noch Ei. Habe ich schon weggedrückt. Gott, bei Rangaufstieg gucken. Nee, gibt's nicht. Brauche ich die grünen für Rangaufstieg. Dann kann ich das machen. Dann muss ich die aufsteigen. Achso, die bleiben sowieso grau. Die kriegen nur mehr Sterne. Dann muss ich den hier nehmen. Aufleveln. Nicht noch Login Belohnung. Dann. Gehen wir mal in eine Kampagne rein, würde ich sagen. Erstmal mal die Quest ab. Was ist denn beim Markt? Gehen wir noch auf Missionen. Weil hier haben wir noch Kauf einen Gegenstand vom Markt. Den haben wir, den brauchen wir nicht. Den weiß ich gar nicht. Abtrünniger, doch, den müssen wir auch haben. Aber den kaufen wir. Energie. Was mache ich jetzt? Erst nochmal auf Champions gehen. Nein, nicht da, auf die Taverne. Die roten kann ich ja jetzt nicht mehr aufleveln, weil ich Tränke nicht mehr habe. Dann kann ich noch. Achso, erstmal schauen, ob ich Fähigkeit habe. Sicher, ob ich den habe oder nicht. Da ist er. Gut, da haben wir das auch schon mal weg. Nochmal auf Taverne gehen. Ich wollte die Kleine mal ein bisschen aufleveln, damit ich die gleich besser opfern kann. Die roten geht nicht, aber grün geht noch. Oh. Und der grüne geht auch noch. Jetzt habe ich auch keinen grünen. Grünes Bier mehr zum Leveln. Nur noch blau und sehr viel pinke. Gut. Dann jetzt überlegen. Portal leuchtet noch. Fusion. Das klappt nicht. So viele Superhelden gibt es. Naja. Die brauche ich noch nicht. Ich bin noch viel zu weit unten. Auf Schlacht. Arena? Nein. Ich gehe erstmal hier. Dann schon in eine Kampagne rein. Ich muss ja auch Kampagne fertig machen und
muss die Dings fertig machen. Erstmal brauche ich einen Chef. Hier ist ein Chef. Und einer, der mitkämpft. Ich habe 1, 2, 3, 4, die ich aufleveln möchte auf 2 Sterne. Und 4, die ich opfern kann. Also passt genau. Start. Noch kein Level. Dann geht's weiter. Start. Weiter. Start. Vielleicht kann ich jetzt auch die Quest gleichzeitig mitmachen, wo ich 50 Energie verbrauchen muss. Das ist gut, wenn es mal 15 Angreifer. Boah, ich glaube, der Neuner würde nicht lange überleben. Er ist nicht ausgerüstet. Nur hochgelevelt. Okay. Level up. Aber jetzt nächste Runde. Müssen wir die wieder wegmachen? Man findet den schwächsten Chef, Anführer. Das wäre der hier. Und der andere ist gar nicht mehr hier. Und dann nehmen wir jetzt die zwei schwächsten. Ach nee, die sind ganz vorne. Na egal, jetzt nehmen wir die mit. Ist ja egal, welcher Chef. Hauptsache Chef. So schlimm, weil da kriegt auch so die EPs.
Noch einmal weiter. Eigentlich, ich mache das ja immer, wenn einer stirbt. Wiederhole ich das so lange. Ja, egal, jetzt bin ich einfach weitergegangen. Wiederhole ich das so lange, bis er die Runde überlebt. Sozusagen als Strafe. Du bist gestorben. Du musst jetzt so lange hier trainieren, bis du weiterkommst. Okay, das hat überlebt. Also geht's weiter. Maximal Level 10. Gut, die ist jetzt fertig. Die kommt raus. Und dann nehmen wir jetzt so einen anderen kleinen. Zum Beispiel nehmen wir den. Dann nehmen wir die wieder raus. Wir machen den Filter rein. Nach Level. Level 1. Zum Opfern ist der da. Wo ist der kleinste Chef? Das ist der kleinste Chef. Rott. Passt sogar. Das passt sogar. Ich glaube, jetzt muss ich ein paar Mal mehr durchlaufen lassen, bis alle überleben. Ah, der Hund ist down. Der kleine süße Hund. Oh, ich glaube, das verliere ich sogar komplett. Oder? Ja. Und das mache ich jetzt wiederholen. Das kann man aber so wiederholen. Da muss ich noch eine Person, eine weitere Person aufleveln. Nochmal dran ist dann. Nein, das schaffst du. Ach, Glück gehabt. Einmal kann man hier wiederholen, dann wird sofort wiederholt mit den Leuten, die du hast. Oder du kannst auf Team ändern gehen. Wenn du sagst, ah, mein Team ist so schwach, dann möchte ich das lieber hier wiederholen. Und hier kann man dann noch eingehen, wie oft. Ich mach mal hier 30 maximal und dann Schlacht beginnen. Multischlacht. Jetzt kämpft er 30 Mal hintereinander. Nur, ich glaube, alle 7 Male fragt er dich, ob du noch da bist.
Also man kann nicht wirklich weggehen. Für kurze Zeit kann es weggehen, so für 5 Minuten. Adam fragt er immer, bist du noch da? Bist du noch da? Und das ist halt sehr gut zum Dingens farmen. Wenn man gerade beschäftigt ist, kannst du das laufen lassen. Zum Beispiel, wenn du gerade kochst, kannst du das auf dem Küchentisch laufen lassen, das Spiel. Und wenn du kurz Zeit hast, drüber schauen. Ob du die Bestätigung machen musst oder nicht. Läuft er die ganze Zeit weiter, die Zeit läuft runter. In der Zeit kannst du noch überlegen, hier nein, ich möchte abbrechen. Das mache ich auch, wenn einer von den beiden Level 10 ist. Ich glaube, der Hund ist eher Level 10 als der andere. Keiner von den beiden Level 10, also weiterlaufen lassen. In meiner Gruppe, mit der ich immer angreife, immer von jedem eine Farbe zu haben. Also es gibt es ja grün, blau, rot und lila. Lila habe ich jetzt nicht hierbei. Oder pink. Die probiere halt immer, wenn ich 4 Leute mitnehmen kann, immer 4 Stück mitzunehmen. Einen hohen, den Chef immer. Hier bei mir jetzt allein noch da kämpft und die anderen zum Aufleveln. Jetzt ist er down. Jawohl. Oder deaktivieren. Jawohl. Level 10. Mein Team ändern. Der kommt weg. Und der letzte von den ist der hier. Oh, ich habe die dazu gekriegt. Einen neuen Helden bekommen. Die habe ich schon, deswegen die kann ich auch später opfern. Ich denke, ich gebe meine anderen die Fähigkeit. Jetzt habe ich nur einen Start gemacht. Ne?
Boah. Super. Nochmal auf Team ändern gehen. Und 50 Energie ist fertig. Aber ich probiere jetzt noch. Die anderen beiden auf Level 10 zu kriegen. Man könnte auch auf Dungeon gehen, da kriegen die ein bisschen mehr XP. Aber ich gehe mal lieber hier rein, weil hier kriege ich meistens noch Rüstung und sowas. Ich weiß allerdings gar nicht, ob man bei Dungeon jetzt auch Rüstung kriegt. Meistens kriegst du da so andere Ressourcen. Aber das steht meistens auch bei Dungeon dabei. Ich auf Team auf, zwar jetzt brauche ich blau oder lila, da kann ich jetzt den Filter wieder einmachen, auf Elementare schalten. Der kleinste Elementar ist bei mir 26, also werde ich den schon mal nicht nehmen von lila. Dann kommt jetzt hier die Farbe blau dran. Da haben wir den 10er, den haben wir gerade rausgetan. Die möchte ich opfern. Okay, dann habe ich nur noch 10er. 10, 14, 14, 14, 14, 14. Ich probiere einen klein zu nehmen. Mit 3 Sternen hört sich schon mal gut an. Mit dem mit 3 Sternen. Und lassen die Schlacht wieder so lange laufen, bis der andere Level 10 ist. Auch schon aufgelevelt. Der in der Mitte, mein Chef. Der war vorher Level 16.
Schön. Ah, hier ist er. Aber noch Level 9. Das wird sich hoffentlich gleich ändern. Oh, er wird den Chef sehen. Er wird den Boss sehen. Er ist angekommen. Und jetzt ist er da. Ja. So einfach ist es. Oh, er ist ja jetzt schon Level 11. Immer noch Level 9. Der Knecht. Der linke wird immer nach einer Zeit ein bisschen stärker. Mit jedem Schlag zieht er mehr ab. Immer noch Level 9? Aber gleich. Gleich hat er Level 9. Oh, und jetzt fällt er wieder tot um. Er sieht den Chef einfach. Oh, nee, Boss. Der Boss ist mir zu stark. Ich stell mich tot. Ja, die Simulanten. Nee, nee, nee. Und jetzt fällt er wieder um. Ah. Vor allem wieder Hundenboss hier. Hundenfeld sieht auch immer witzig aus. Der Boss vom ersten Verband. So als ob er nach hinten wegspringt. Super. Ja, oh, Level 10. Der Queer. Gut, ich habe jetzt die aufgelevelt alle. Und dann gehen wir mal zurück. Wieder in der Taverne rein. Rangaufstieg. Lieber könnte ich einen Aufstieg machen. Allerdings fehlen mir dafür Level 4er. Also mit 4 Sternen. Ein paar, die ich noch nicht habe. Und die habe ich alle. Sind alle einzigartig, die ich habe. Also. Doppelte meinte ich. Dann gehen wir mal ganz unten, da waren die
4, die ich aufleveln wollte. Wer einmal verbessern. Ich level die auf, damit ich die später wieder opfern kann. Habe ich einen dazu gekriegt? Scheint zu, ne? Die kann ich jetzt alle opfern. Die 4, Level 1er. Oder 2 Sterne, Level 1. Wenn ich halt einen mit 2 Sterne auf Level 20 habe. Der wäre kurz davor. Und dann bräuchte ich 2 Stück. Wenn ich vom ersten Stern auf den zweiten Stern gehe, brauche ich nur einen. Vom zweiten Stern auf den dritten Stern brauche ich 3. Vom dritten auf den vierten brauche ich dann 3. Ich denke, das geht immer so weiter. Ich kann mal umschauen, wie es bei denen aussieht. 1, 2, 3, 4. Da brauche ich 4. Auf dem fünften Stern dann halt. 3 habe ich hier schon, das ist Joker. Aber fehlt immer nur einer. Level 3, da habe ich keinen, den ich aufleveln kann. Mit Sternen. Aber ich wollte mal gucken nach den Fähigkeiten. Ob ich jetzt hier noch... Oh, Dankeschön. Hier ist die eine, der ich die Fähigkeit geben kann. Den ich ja neu gekriegt habe. Opfern war 5000. Und zack. Ist es schon Level 3. Ist wieder ein bisschen stärker geworden. Ja, und dann gibt es halt noch Bücher, die du dafür benutzen kannst. Dann hören wir unsere beiden Tages-Dailies ab. Dann fehlen noch 5 Arena-Kämpfe. Und Schmuckstück. Ah, hier, den machen wir kaputt. War doch schon. Filter, Level. Warum ist der da? Habe ich keinen stärkeren als 35? Gut, da bleibt er. Den Arbiter habe ich den schon? Ich weiß es gar nicht. Das ist ja der, wenn du den kriegst du geschenkt, wenn du die Kampagne durchspielst. Ruhe bekommen. Arena. Oh, ab Level 35 komme ich in diese Arena rein. 17 Minuten habe ich noch Zeit. Muss mich aber beeilen hier. Level 1, den machen wir kaputt. Ich muss 5 Kämpfe machen. Die Stärke ist, wenn ich raufgehe, dann kann ich die Stärke sehen. 25.000, ich habe 22.000. Er würde gewinnen, wahrscheinlich. Also weitergehen. So war die Schwächsten raus. 23.000. Das könnte ich gewinnen. Manchmal verliere ich auch gegen kleinere, wenn sie besser ausgerüstet sind. Manchmal gewinne ich aber auch die größere.
Die darf nicht sterben. Oh, das war meine Heilerin. Der ist stark. Okay, 3 gegen 2. Ah. 2 gegen 2. Das war ein bisschen knapp gewesen, aber das haben wir halt nicht geschafft. Schauen wir weiter. Nein. 38, nein. 32, nein. 33, nein. So, bei der jetzt 40, auch nicht. Den haben wir schon und der ist 33, auch nicht. Ich möchte die Liste erneuern. Das dauert jetzt 15 Minuten, bis ich wieder erneuern kann. Jetzt kann ich hier nochmal probieren, alle kaputt zu machen. Erster Down. Und der letzte Down. Das hier aus 30, nein. 22, genauso stark wie ich. Und da ist der Arbiter. Einer der besten Kämpfer in dem Spiel. Alle down. Alter, hieß ja gar nicht Arbiter, das war ja Gelenk. Gelenk? Egal. Ja, also da ist stärker. Ich glaube, meine Quest habe ich schon abgeschlossen, deswegen kann ich hier rausgehen. Ich will nochmal hier die 2 Belohnungen. Schon 40 Minuten spiele ich. Und jetzt mal das letzte Aufleveln von einem Gegenstand. Ich level die erstmal immer nur bis Level 12 auf, weil danach habe ich voll die Probleme. Und bin nur am Geld rausschmeißen. Also bei 12 fängst du auch schon an. Weil ich muss 4 mal aufleveln. Verbessern. Naja, aufleveln muss ich nicht, aber ich muss 4 mal den Button drücken. Damit es gleichmäßig aussieht. Mach ich dann immer gleich auf 4 mal. Guck. Schon fertig die Quest. Obwohl ich nur 2 mal drauf gedrückt habe. Jedes Mal mein Geld verschwindet hier. Wow. Immer 12.000 Silber. Gut. Einfordern, einfordern. Und das war's dann für heute. Auch mal vorbei. Noch mal schnell hier roten Punkt angucken. Das sind die neuen Sachen. Die habe ich alle neu gekriegt heute.
Und bei denen. So, der rote Punkt weg. Da oben ist noch die Truhe. Sammeln, 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 sammeln. Und hier habe ich noch einen roten Punkt. Das sind, glaube ich, Nachrichten. Ereignisse, ja. Gratis. Einfordern. Einfordern. Da unten ist auch nochmal etwas gratis. Was das hier gerade ist. Ah, ein Geschenk gratis. Gut. Hier habe ich noch Neuigkeiten. Und das war's dann. Die Truhe leuchtet schon wieder. Okay. So, das war's. Neuigkeiten. Gleich wieder Neuigkeiten. Fertig. Spiel beenden. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ticket noch abholen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Coole Soulgies. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.